Amerika, Amerika, heute ist ein besonderer Tag. Heute ist so ein schöner Tag, dass ich Bock habe, alles zu singen. Heute hat Luisa einfach Geburtstag. Diese Frau ist so schön. Ich lieb dich, mein Perle. Diese Frau ist was ganz Besonderes für mich heute. Hey, Kamera, hey! Weil ich lieb diese Frau. Ja, ich weiß es genau. Hey, das erste, was ich mache, Schmuck. Ich suche jetzt was Stabiles aus. Romantik. Schmuck ist immer gut. Das Ding ist, ich kann mich nicht entscheiden. Ach, das ist mein Perle, Mann. Ich hole hier einfach alle drei. Gute Idee. Hey, komm, Imani, komm schnell, komm schnell. Mama hat gleich Geburtstag. Komm, Imani, komm. Ratan. Danke, dass du mir eine Kerze raussuchst an deinem Geburtstag. Sogar an deinem Geburtstag hilfst du mir. Was habe ich für eine Frau? Du hast noch ein Feuerzeug? Haben wir kein Feuerzeug? Ey, was ist das? Ja. Komm, Imani, nimm deine Gehhilfe. Oh ja. Das Problem ist, wir haben kein Feuer. Kaka. Ja, Mann, wirklich Kaka. Okay, Luisa. Ich hab Feuerzeug. Wirklich? Hier. Es ist 0 Uhr 0. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, ja, Mama. Happy Birthday to you. Eigentlich wollte ich dir ein Gedicht vorlesen. Das Problem war, ich habe zeitlich nicht geschafft, ein Gedicht zu schreiben. Deshalb jetzt Freestyle. Mein Perle, du bist so wunderbar, du bist ein Superstar. Für dich ertrage ich jeden Schmerz, weil du bist in mein Herz. Amerika, Amerika, diese Perle hat Geburtstag. Was glaubst du, was auf dich zukommt? Keine Ahnung. Okay, Luisa, bist du bereit? Siehst du den Shop hinter mir? Ja. Du gehst da jetzt rein und nimmst dir einfach, was du willst. Niemals. Du suchst dir jetzt alles aus, was dir gefällt. Du musst dir so vorstellen, ich bin jetzt bei Nike. Das ist wie mein Vaters Laden. Geh rein, der Laden ist deiner, yalla. Amerika, Amerika! Es geht weiter. Okay, Leute, passt auf. Das, was ihr jetzt nicht mitbekommen habt. Ich habe jemanden in die Wohnung geschickt, der was vorbereiten sollte, während wir bei Nike waren. Und ich habe ihm gesagt, pack den Schlüssel beim Nachbarn. Jetzt habe ich zu Luisa gesagt, ich gehe den Schlüssel vom Nachbar holen und komme dich dann von unten abholen. Sie sitzt gerade noch im Auto. Jetzt gehe ich in die Wohnung und mache Kerzen an. Jetzt muss schnell gehen, jetzt muss schnell gehen. Ey, da sind noch so viele. Guck mal, wie viele Kerzen hier noch sind, ja? Ich habe meinen Finger auseinandergenommen. Noch 10 Kerzen. Ey, wa. Ey, wer hat hier Kerzen hingemacht? Alles, alles Gute zum Geburtstag, Liebe. Dankeschön, Edel. Das ist voll schön. Imani, was machen deine Cousins hier? Ist das dein Cousin? Ja. Imani, guck mal. Damals, als ich klein war, wo warst du da eigentlich? Imani, damals, wo ich klein war, gab es diese Teile. Und diese Teile, mit denen kann man pfeifen. Guck mal. Cool? Ja. Bravo. Luisa, jetzt gibt's Schmuck, weil du ein Schmuckstück bist. Imani, komm, jetzt machen wir die Geschenke von Mama auf. Was ist das? Ne, du Walla, das ist zu viel. Hä, warum? Ich hab doch einen Ring! Der Ring, den ich dir geholt habe, der ist schon alt und den habe ich dir damals geholt. Und ich wollte einfach noch einen Ring holen, weil der so hochwertiger ist einfach. Ne, aber das ist nicht dasselbe. Ne, du Walla, das ist zu viel. Das ist ein Partnerarmband. Wow, das ist voll schön. Guck, das habe ich. Und diese Ringe heißen Firma.
Die Geschenke waren alle richtig schön. Aber du hast deine Rolle übertrieben. Wer hat dir gesagt, dass ich Schmuck brauche? Du kannst mir den teuersten Ring der Welt kaufen. Der Ring bleibt. Den Ring hast du mir in Düsseldorf geschenkt. Und du weißt, wie wichtig mir Düsseldorf ist, Nader. Am liebsten würde ich auch wieder zurück nach Düsseldorf gehen wollen. Warum? Weil da alles angefangen hat. Nader pflückt mir immer eine Blume. Guck mal, Leute. Bist du verliebt oder liebst du? Ich liebe. Ey Leute, Luisa ist ein bisschen sauer auf mich. Sie hat sich voll gefreut und ist dankbar, aber sie hat mir gesagt, dass es zu viel ist und dass sie keine Geschenke will. Sie will einfach mit mir Zeit verbringen. Ihr kennt mich, ich bin selber nicht so, dass ich auf sowas gucke. Ich wollte ihr damit nur zeigen, dass ich alles für sie tun würde. Ich schwöre Leute, ich würde meinen letzten Cent für sie geben. Der Plan hat sich jetzt ein bisschen verändert. Meine Mutter passt die nächsten 2-3 Stunden auf Imani auf und in diesen 2-3 Stunden gehen wir raus und haben einfach Spaß. Mehr ist nicht immer mehr, manchmal ist weniger mehr. Lass einfach Spaß haben, wie kleine Kinder. Wie kleine Kinder, wie kleine Kinder. Yalla, let's go, mein Perle. Let's go! Oh, oh, look at me, Habibi. Oh, oh, look at me, Habibi. Amerika, Amerika. Zuallererst, Luisa, ich hab Hunger. Ich auch, wie in den alten Zeiten. Kräuter, Knoblauch, Salat komplett. Ey, ich wollte nochmal sagen, ich find voll schön, wie du bist. Das war ein Döner. Er war perfekt. Weißt du, wie das war? Wie? Als hätte ich dich gegessen. Also willst du damit sagen, dass ich ein Knoblauch bin? Ich würde damit sagen, dass du perfekt bist, Yachara. Yachara heißt du Kacke. Das ist romantisch. Klingt scheiße. Ist aber lieb gemeint. Ja. Okay Leute, es soll ein krasses Restaurant geben in Berlin. Wir stehen jetzt davor. Das krasse ist, von außen sieht es nicht aus wie ein Restaurant. Gibt euch. Es sieht aus, als wäre hier gar nichts. Man kann hier nicht mal reingucken. Komm mal, Luisa. Sind wir hier? Wir sitzen hier irgendwo an der Sushi-Bar. Kannst du mit Stäbchen essen? Nein? Du hast keine Ahnung. Kann passieren. Okay, ich probiere auch. Hallo, hey, wo ist dein Stäbchen? Hey. Wir stehen vorm Kino. Bist du bereit? Yes, 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 yes. Was läuft überhaupt für ein Film? Avatar, Champagne, Wasser, Feuer. Was war das? Ist bei mir heißer Rot. Wo können wir Karten kaufen? Ist kein Film mehr. Hä? Aber online stand doch. Heute läuft einfach kein Film mehr. Aber egal, wir haben gebrannte Mandeln gekauft und etwas für Imani. Zeig mal. Yes, 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 yes. Yalla, komm. Nandit, wir müssen abbrechen. Wallah, ich vermisse Imani. Dann lass nach Hause. Hat richtig Spaß gemacht, Nandit. Wallah, danke. Und wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid eingeschlafen. Wach mal auf, ey. Ich hab noch eine Stunde und 30 Minuten Geburtstag.